Libertas Haus, Libertas Haus, Libertas Haus. Hallo, hier bin ich wieder. Und gleich zu Anfang möchte ich ankündigen, dass nächsten Sonntag, also Nikolaus, kommt ein ganz cooles Video mit Niki online. Dementsprechend müsst ihr da unbedingt einschalten, okay? Gut, dann machen wir auch gleich weiter hier. Grömlitz, Frühsommer 2013. Corinne ist wie erschlagen. Sie verschmerzt den Verlust des Hengstes nicht. Ihre Welt ist eingeengt auf Trauer und Fassungslosigkeit. Den Beamten hat sie die Autonummer weitergegeben und auf ihr Nachfragen erfährt sie, dass der Halter ermittelt wurde, die Angelegenheit dem Staatsanwalt weitergegeben würde und der Halter dann befragt würde. Das könne Wochen dauern, wirft sie ein, und dass es sich um ein lebendiges Tier handle. Aber die Beamten sind stoisch. Man lebe in einem Rechtsstaat. Das wäre das normale Vorgehen und der Halter müsse befragt werden. Er habe auch seine Rechte. Man habe ja nur Corinnes Aussage. Es könnte ja alles ganz anders sein und nein, an Corinne werden die Daten nicht weitergegeben. Corinne kann es nicht fassen vor Verständnislosigkeit. Es ist ihr Pferd, ihr Sandmann, um dessen Leben es hier geht. Der Dieb kann das Pferd schon längst ins Ausland weiterverkauft haben, einen neuen Chip setzen, den alten ungültig machen, neue Papiere. Man weiß ja, wie das geht. Keiner kann ihr viel Hoffnung machen, das Tier wieder zu sehen. Man müsste schnell sein, wissen, wo er ist, selbst hinfahren, ihn holen. Aber wie sie sich auch bemüht, die Autonummer ist ihr einziger Anhaltspunkt und es gelingt ihr nicht auf eigene Faust, den Fahrzeughalter zu ermitteln. Gerhard hat schließlich die Idee, die ganze Sache mit einem Foto von Sandmann ins Internet zu setzen. Und diese Idee erweist sich als genial. Corinne verfasst einen Text, verlinkt ihn mit Sandmanns Homepage, auf der unzählige Fotos des Schönen zu sehen sind und publiziert auch die Autonummer. Innerhalb weniger Tage wird der Suchaufruf über Deutschland verbreitet und auch wenn es zunächst nur anteilnehmende und mutmachende Kommentare sind, so helfen sie Corinne doch in ihrer Starre. Es melden sich auch Menschen aus Süddeutschland, aber der Landkreis ist groß. Aber man verspricht, die Suchmeldung unter Pferdefreunden zu teilen und die Augen offen zu halten, auch wenn, auch hier wieder, keiner Corinne wirklich Hoffnung machen kann, dass das Pferd tatsächlich dorthin verbracht wurde. Corinne filzt das Internet nach allen verfügbaren Seiten, postet den Suchaufruf auf relevanten Pferdeseiten, auf internationalen Seiten, übersetzt radebrechend ins Englische, geht jedem noch so absurden Hinweis nach, forscht und fragt nach, telefoniert, postet nach Polen, Tschechien und Ungarn, wo man Sandmann angeblich gesehen haben will. Recherchen allerdings ergeben, dass dort auch ein Drumhorst-Hengst gehalten wird, allerdings schon seit Jahren und dies beim selben Besitzer. Corinne sitzt nur noch oben am Sportplatz auf ihrer Bank und ruft ihre Nachrichten ab und sucht und forscht im weltweiten Netz. Da scheint ihr das kleine Grömlitz vor ihrer Nase zu verschwimmen und zu verschwinden, bis Erika sich eines Tages mit Hund von einem Spaziergang kommt, neben sie setzt und Corinne mit folgender Nachricht schockt. Die Dorfbewohner hätten sich am Tag nach dem Raub allesamt an den Einkaufswagen eingefunden und der Raub und der Überfall auf Corinne sei das Gesprächsthema gewesen. Man habe sich mokiert, wie laut sie geschrien habe, wie schrill und unangenehm, dass sie sich nicht beherrscht habe, dass sie kein Benehmen habe, eine Schlampe eben, dass sie sich auf der Straße geprügelt habe und sogar, dass sie wenig adäquat gekleidet gewesen sei und keinen Büstenhalter getragen habe. Corinne ist geschockt. Dieselben Menschen, die nicht nur der Polizei gegenüber ausgesagt hatten, dass sie nichts gesehen hätten, dass sie schwer krank seien und Schlafmittel nehmen müssten, dass ihre Schlafzimmer nach hinten hinausgingen und. Dieselben Menschen, mit denen sie Tag um Tag in einem winzigen Dorf aufs Engste zusammenlebte, hatten nicht nur keine Aussage gemacht und ihr damit geholfen, sondern noch nicht einmal, und sei es anonym, die Polizei verständigt und ihr damit zu Hilfe gekommen. Nein, man hatte das Ereignis genüsslich hinter den Rollladen und Gardinen verfolgt und sich über ihre Garderobe ausgelassen. Die Lähmung, die sie seit dem Raub Sandmanns befallen hatte, schien ins Unermessliche zu wachsen. Sie fühlte sich fremd und alleine, verlassen an diesem Ort, den sie sich zum Paradies, zur heilen Welt erwählt hatte. Wo war sie hier? War dies das Ende der Menschlichkeit? Wie mussten die Leute sie hassen, um sie so zu behandeln? Nein, sagt Erika, das habe nichts mit Hass zu tun. Sie ist eben eine Fremde. Man fühlt sich nicht verantwortlich. Auf eine Art lässt man ihre eigenen Angelegenheiten regeln. Man will nichts damit zu tun haben. Man möchte nicht hineingezogen werden. Und mit den Behörden möchte man schon gar nichts zu tun haben. Ob Corinne das nicht verstehe? Wie betäubt schüttelt Corinne den Kopf. Nein, das versteht sie nicht. Zwei Welten, dieselbe Sprache, eine gemeinsame Vergangenheit, eine getrennte Geschichte und nun zwei Welten. Sie hätte sich doch auch eingesetzt, eingemischt, wenigstens Hilfe gerufen, wenn einem der Dorfbewohner etwas geschehen wäre.
Sie solle das nicht persönlich nehmen, sagt Erika. Das mache ihr doch alles nur noch schwerer. Und wenn wirklich etwas geschehen wäre, wenn ich verletzt worden wäre, hätten Sie dann eingegriffen? Fragt Corinne. Erika sieht sie an und schüttelt sacht den Kopf. Nein, sagt sie leise. Wahrscheinlich nicht. So, das war's mit dem neuen Abschnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Tschüss!